Hallo, falls du hier zum ersten Mal bist, willkommen beim Golfen mit Freude. Heute war der erste Tag meiner Anfängerreise. Die letzten Schüler kommen rein vom Platz und ich möchte kurz dir mitteilen, was ich heute Morgen mit meinen Schülern trainiert habe. Und das ist so praktisch und einfach zu tun und sehr schnell bekommt man ein Gefühl für die wichtigsten Schläge ums Grün. So, ich habe erstmal ihnen gesagt, das Vorgrün endet hier. Ich möchte auf die Fahne da in der Mitte. Es ist absolut kein Problem, von hier zu putten. Natürlich, ich muss ein bisschen mehr Schwung geben, damit der Ball da hinkommt. Das wird natürlich den Ball bremsen, aber das ist super einfach. So, die durften in Gruppen von zwei üben und die müssen zwei, dreimal mit dem Putter putten auf das Grün. Es ging immer ziemlich gut. Es ist der sicherste Schlag, oder? Und dann habe ich ihnen gesagt, nehme mal das Eisen 9 oder Eisen 8 und greife den Schläger genau wie den Putter und stehe am Ball genau, als ob du putten würdest. Also ich würde so greifen und stehen. So, ich muss jetzt mit diesem Schläger genauso nah greifen und stehen, so recht niedrig, damit der Schläger die Länge eines Puttes hat. Automatisch ist der Schaft sehr aufrecht, die Spitze berührt den Boden. Und ich werde mir jetzt vorstellen, dass ich ein Putter in der Hand habe. So, das habe ich dann vorgemacht. Und dann habe ich sie gefragt, nun, was ist der Unterschied? Wie sah mein Chip mit Eisen 9 aus, verglichen zu meinem Putt? Und die meisten haben gesagt, ja, es war ziemlich ähnlich. Manche sind aber aufgefallen, dass da ein kleiner Unterschied beim Durchschwingen war. Beim Putten bleibt man eher stehen und mit dem Eisen 9 oder beim Chippen gibt es mehr Drehung. Okay, das ist eine feine, aber ja, kleiner Unterschied. Aber vom Gefühl her ist es fast identisch. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, gut, jetzt nimm mal den Schläger mit ganz viel Loft, euer Sandwich, und greift den Schläger dieses Mal normal, greift den auch oben. Man braucht nicht ein Sandwich viel tiefer zu greifen, weil das Sandwich schon klein ist. Und dann wieder das Gefühl haben des Puttens, nur etwas weiter ausholen, etwas weiter durchschwingen und vielleicht ein bisschen mitgehen. Aber immer noch dieses Puttgefühl, aber 9 Uhr, 3 Uhr und dann plötzlich waren alle so begeistert, weil der Ball flog hoch, ohne dass sie den hochhelfen wollten. Wirklich eine ganz gute Übung. Puttgefühl verwenden für Eisen 9 und für den kleinen Unterschieder. Und ich denke, du wirst so viel sicherer ums Grün herum werden.